Der Osten meldet sich zurück. Hallo, hier ist die Friseur und ich habe heute das Map Pack Escalation für euch. Ja, ich habe mir das von uns runtergeladen, ein bisschen gespielt, dabei einen Schreikampf bekommen. Warum, werdet ihr gleich sehen. Ich stelle euch die Maps jetzt vor. Wir starten mit Convoy. 1200 Microsoft Points kostet das Ganze. Ja, und da würde ich mal sagen, geht's los. Ich habe mir schon eine Klasse erstellt mit Lightweight und Marathon. Ich zeige euch die einfach. Ich wollte euch eigentlich Gameplay präsentieren im Bezug, dass ich das Ganze live spiele. Aber leider haben wir die Ghost Bitches einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn es war überhaupt nicht möglich, mal ein bisschen über die Map zu rennen, ohne gleich weggecampt zu werden. Deshalb mache ich das jetzt mit meiner Lightweight Marathon Klasse. Ich laufe immer einmal um die Map rum und gehe dann zur Mitte und zeige euch, was die Map zu bieten oder nicht zu bieten hat. Also Convoy generell ist noch mit einer der kleinsten Maps. Das hört sich jetzt lustig an, aber ist so. Ihr habt hier verschiedene Möglichkeiten rumzustelzen, euch in die Ecken zu hocken und euch einen Ast zu freuen. Ah, so, klettern wir mal hier hoch. Okay, das geht nicht. Ja, generell, die ganzen Maps sind sehr verwinkelt. Wie gesagt, ihr könnt schön rumstelzen mit Ghost und Silencer. Das ist jetzt gerade meinem Spiel Vergnügen, aber online habe ich heute leider nichts anderes gesehen. Die Häuser kann man generell auf jeden Maps in fast alle Reihen, die da so dastehen. Jede Map, jedes Haus hat Türen. Hier zum Beispiel ein sehr schöner Spot. Bam. Und ja, also man, wie gesagt, man kann fast überall rein, seht ihr ja hier. Wie gesagt, es gibt die vier Maps und die Zombie-Map. Ich zeige euch aber nur die Multiplayer-Maps, weil alles andere wäre halt ja, schwachsinnig eigentlich. Zombie-Map kann sich ja jeder selber dann angucken. So, hier generell, hier und da drüben, sehr beliebter Spot. Hier sind wir gestartet. Dann gibt es hier noch das Loch in der Mitte. Super toll. Und hier dann wieder die andere Seite. Great Hiding Spots for Sniper. Ja, so sieht das Ganze aus. Das wäre die erste Map gewesen, Convoy. Und ihr seht schon, man kann hier generell überall rein. Wer auf Toilette muss, hat hier ein Pissoir. Super toll. Machen wir die nächste Map. Generell habe ich so die Befürchtung, dass mir das Map Pack nicht so zusagen wird und dass das schneller von meiner Festplatte wieder gelöscht wird, als ich es eben gekauft habe. Aber am Anfang war das erste Map Pack First Strike auch sehr, sehr nervig und mittlerweile geht es auch. Man muss da auch erstmal mehrere Spiele gemacht haben, dass ihnen das Ganze auch gefällt. So, nächste Map ist Hotel. Meiner Meinung nach die schlechteste Map, am schlechtesten designt, am wenigsten Mühe gegeben. Viel, viel zu groß für Spielmodis wie Team Deathmatch. Oder sogar Free for All. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Wahrscheinlich Create Hiding Spots for Snipers. Wie gesagt, ich spiele ja auch gerne Sniper, aber das ist, ja, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Generell, man kann um alle Maps immer drumrum in einem guten Außenweg. Es gibt hier wieder vielzählige Möglichkeiten. Da klappern die Pfannen. Praktisch die Sniper oder generell die Gegner zu umgehen. Hier auf der Map von mir aus gesehen, auf der rechten Seite geht das besser. Ganz witzig. Es gibt einen Fahrstuhl, den lassen wir mal hochfahren. Während der hochfährt, zeige ich euch mal die beliebteste Spots. Das wäre der hier und der auf der anderen Seite.
Oder der hier drüben bei dem Schirm da. Also der Fahrstuhl ist da, gibt es auch auf der anderen Seite. Und jetzt fahren wir einfach mal runter. Hier persönlich gehe ich eigentlich am liebsten lang, wenn ich auf die andere Seite will. Da ist das schon ganz gut, wenn man gewisse Sachen umgehen will. Hier wird es dann hoch zu dem anderen Spot gehen. Wäre der Fahrstuhl auch hier am Start. Und generell spiele ich sehr auf, also auf der Map sehr immer hier außen rum. Also das ist mir persönlich das Beste, wenn man sich irgendwo in der Mitte zeigt. Das ist eigentlich der sichere Tod. Aha, schönes Bild. Oh, hallo. Ja, da sind wir auch schon fast draußen im nächsten Gebäude. Hier würde ich nie unbedingt langlaufen, auf der Seite. Wie gesagt, die ist sehr offen. Und wenn ihr hier langlauft, dann lauft hier lang. Ihr könnt auch hier wieder hochklettern. So springen wir wieder runter. Und genauso dann hier. Das geht immer noch. Der Seite. So, und jetzt gehen wir nochmal in die Mitte. Die Mitte ist auch sehr beliebt. Man kann hier nämlich ganz toll sitzen und die Leute hier an den Fenstern abschießen. Oder da eine Claymore hinmachen und hier so lang stelzen, so immer geduckt, so ganz langsam. Und immer so gucken, so. Oder am besten man macht so. So ist gelischt, so ganze Zeit. Wobei, nee, da sitzt man ja. Nee, das geht. Da sitzt man lieber hier. Da ist die Gefahr nie so groß. Genau. Hier ist besser. So macht das der echte Pro. Flasche weggeschossen. So. Und immer geduckt. Oder am besten noch so hier. So. Ja, nächste Map. Das war Hotel. Hotel. Gefällt mir überhaupt nicht, viel zu groß. Man braucht Stunden, bis man mal auf der anderen Seite ist. Und hässlich gemacht. Wirklich hässlich. Im Vergleich zu den anderen jetzt. So, jetzt kommen wir zu den etwas besseren Maps. Nämlich Stroke Pile. Wobei bessere Maps, also hier gibt es auch wieder sehr verwinkelte Stellen, aber das ist okay. Great Hiding Spots for Snipers sind hier überall am Start. Sehr beliebt hier am Anfang ist dieses Haus. Macht alle Widersacher nieder. Oh, kann man hier so das Gebiet absichern. Ja, bei allen Häusern geht es eigentlich irgendwo seitlich hoch oder unten hoch. Also es gibt wenig One-Way-Häuser. Wie gesagt, am Anfang empfiehlt sich immer eine Map außenrum. Weil ihr habt ja echtes Nachsehen. Es gibt so viele Möglichkeiten hier, wo Leute lauern könnten. Schon alleine, wenn man hier an der Stelle ist, da könnt ihr euch da eine abschießen, hier oben abschießen, da hinten sitzen, das ist alles so. Ja, das ist schwierig und hat mich jetzt schon mehrmals zur Weißglut gebracht. Wenn ihr hier hinter wollt, ein sehr beliebter Spot ist der hier. Weil man hier super mit Waffen wie M16 gute Abschüsse machen kann, weil es ist ziemlich weitsichtig. Ihr könnt bis dahinter, könnt dahinter, da oben. Also das ist ziemlich beliebt. Wenn ihr die Leute hier killen wollt, geht hier über diesen Gang. Das empfiehlt sich eigentlich, weil sobald die angeschossen werden, gibt es diesen hier. Zack. Oder zack. Oder zack. Oder die sind hier drin.
Also hier ist wirklich schwierig, wer einigermaßen gut zielen kann, die Leute da wegzukillen, zumindest wenn die zum Beispiel mit Flak Jacket oder so im Start sind. Hier ist auch ab und zu ganz beliebt. Gehen wir mal weiter. Hier hinten der Spot ist auch beliebt mit Claymore und alles. Hier so hinter der Tonne. Da hat man auch ganz gute Voraussetzungen, da Master Camper zu werden. Und genauso das Ding hier. Also ist auch, es kommt auch super an. Und ganz beliebt sind diese zwei Häuser hier, nämlich der oder das Haus. Der Eingang. Und dieses Teil hier, wobei das ist nicht ganz so gut. Aber das ist auch sehr beliebt. So, jetzt sind wir immer rum. Jetzt sind wir wieder bei unserem Starterhaus. Jetzt gehen wir gleich mal durch die Tür. Da zeige ich euch das Herzstück, die Mitte sozusagen. Also in dieses Gebäude führen wirklich massig Eingänge, massig. Leitern habt ihr dann, also überall ganz viele Eingänge. Seht ihr ja schon. Und ja, das ist ein sehr beliebter Sammelpunkt, wo man sich die Köpfe einschlagen kann. Hier geht es noch hoch. Man könnte auch ja, Great Hiding Spots und so. Ganz witzig, man hat hier überall solche Türen. Und wenn man es nicht rechtzeitig durchschafft, wird man gebasht. Die könnt ihr immer nach Belieben auf und zu machen. Das ist eigentlich ganz witzig gemacht. So. Dann kommen wir schon zur letzten Map. Das ist Zoo. Was ich vom Design her sehr geil finde. Zeige ich euch gleich. Aber ihr seht schon, also ich weiß nicht. Bei den Maps würde ich am liebsten mit dem Kopf gegen die Wand schlagen. Für Leute, die sehr taktisch spielen oder sehr defensiv, ist das bestimmt das Nonplusultra, aber mein Fall ist es nicht. So, Karte wechseln. Zoo. Und Start. Also wie gesagt, ich finde Hotel, da haben sie sich wenig Mühe gegeben, aber die anderen drei Maps, die sind schon ganz cool designt. Die Map ist an manchen Stellen sehr unübersichtlich, gerade hier, wo man startet, wenn ich mich nicht irre. Ich muss mich mal orientieren, wo ich jetzt bin. Genau. Hier sind wir. Ah ja, hier sind wir. Sagt immer außen rum. Zack. Ganz witzig finde ich hier die oberen Spots mit der Bahn. Könnt ihr immer bis hinterlaufen. Immer hier durch. Sehr beliebt ist auch hier der Spot für das Haus da hinten oder immer auf den langen Gang. Und was auch sehr beliebt ist, ist das hier. Da kann man schöne Spielchen mit den Gegnern machen. Ja, hier die Great Hiding Spots für Snipers. Zack, bam. Nächster, bam. Tiere gibt es hier keine, ist mir aufgefallen. Wer Kowloon kennt, Kowloon, whatever, der weiß ja, dass in dem oberen Teil, wo die, ja, die Seilbahn abgeht, auch geiler Great Hiding Spot, da sind Affen drin. Hier habe ich ehrlich gesagt noch kein einziges Tier gesehen. Ich meine, klar, es ist ein verlassener Zoo, aber ja. Hier ganz schön gemacht. Das Aquarium. Oder was mein Aquarium war. Wäre auch ganz toll. Also die Ecke werde ich mir hier merken. Super. Bam. So, jetzt gehen wir mal in die Mitte. Oder in Anführungsstrichen in die Mitte. Hier das Haus ist sehr beliebt. Wir können von unten rein.
Und habt hier schöne Aussichten. Also hier. Und in der Mitte ist eigentlich gar nicht so viel los. Also wer hier in die Mitte geht, der hat eigentlich verloren. Da hinten, da, da. Also würde ich nie empfehlen, unbedingt hier durch die Mitte zu gehen. Was ich auch ganz cool finde, ist dieser kleine Gang hier durch die Luke. Und dann kommst du hier raus. Also, das Design ist schon cool, aber wie gesagt, also spielt die Maps mal online, dann, also zumindest die wie ich ein bisschen mehr Action und ein bisschen rushen wollen, statt defensiv zu spielen, sind die Maps absolut tödlich. Und ich muss zumindest in den ersten Tagen auf jeden Fall meine Spielweise hier ändern, sonst wird das nix. Da kriege ich nur aufs Fressbrett und krieg nicht immer ein UAV oder so zustande. Ja, das war's vom Map Pack. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig. Ja, ich würde mal sagen, tschaußen.